Geheimnisse in Untertürkheim. Neuer Typ bei Daimler-Benz. Kein Zweifel, ein neuer Mercedes. Auf der Frankfurter IAA 1961 präsentiert Mercedes-Benz die Vierzylindertypen 190C und 190DC der neuen Baureihe 110, wie die größeren Sechszylinder mit Heckflossenkarosserie. Das von Daimler-Benz seit Kriegsende praktizierte Baukastenprinzip findet mit den neuen Heckflossen-Vierzylinder-Modellen seinen Höhepunkt. Erstmals in der Geschichte des Unternehmens verwenden Mittelklasse- und Oberklasse-Baureihen nicht nur gleiche Aggregate und Komponenten, sondern besitzen auch noch eine weitgehend identische Karosserie. In den Genuss eines großzügigen Innenraums kommen so auch die Passagiere eines Mittelklasse-Modells. Trotz der Einheitskarosserie lassen sich die neuen Vierzylindertypen auf den ersten Blick von den Sechszylindermodellen unterscheiden, zumindest von vorn. So besitzen 190er runde Scheinwerfer und einen deutlich kürzeren Vorbau. Neu ist dagegen der 55 PS starke Dieselmotor des 190DC. Ab August 1965 präsentieren sich die Vierzylindermodelle in verbesserter Form und mit neuen Typenbezeichnungen 200 und 200D. Die letzten Heckflossenmodelle laufen im Februar 1968 vom Band. Alles in allem verlassen 622.453 Limousinen und 5.859 Fahrgestelle mit Teilkarosserie das Werk in Sindelfingen.